Und deshalb, in diesem Sinne kann ich sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein. Für mich ist in der Tat das Wort Feminismus auch verbunden mit einer bestimmten Bewegung, die eben da sehr gekämpft hat, diese Dinge auf die gesellschaftliche Tagesordnung zu bringen. Und deshalb kam das mit den fremden Federn, mit denen ich mich nicht schmücken wollte. Mir hat dann Königin Maxima aus den Niederlanden ja schon das Tor geöffnet, indem sie gesagt hat, im Kern geht es doch darum, dass Männer und Frauen gleich sind, im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am gesamten Leben. Und in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dann bin ich Feministin. Das habe ich ja damals auf der Bühne schon etwas schüchtern vorgebracht. Heute ist das besser durchdacht. Und deshalb, in diesem Sinne kann ich sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein. Wow. Yay! Das ist doch nice.